ihr Lieben, da bin ich wieder und heute habe ich ein Paket, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist es wieder von meiner lieben Nadine, diesmal aber kein Tauschpaket, sondern ein Überraschungspaket. Grund für dieses Paket ist, die Nadine hat, wir tauschen uns ja jeden Tag eigentlich so aus per WhatsApp. Und es war irgendwie vor einigen Wochen ein Samstag, wo wir dann uns so gefragt haben, was machst du denn heute Schönes? Und da sagte sie, ja, ich fahre heute mit meinem Mann zu American Heritage und will mal gucken, die haben dort Sale, möchte mir was kaufen. Ja, kurzes Gespräch hin und her. Ich habe dann einfach gesagt, Nadine, du weißt meine Vorlieben, du weißt, was mir gefällt, bring einfach was mit. Gesagt, getan, sie hat mir das dann auch gezeigt, was sie mitgebracht hat. Hab's dann noch eine Weile bei ihr liegen lassen und jetzt hat sie mir das Paket geschickt und noch ein paar kleine Überraschungen mit drin. Deshalb ist das Paket mal außer der Reihe und wir machen es jetzt auf. Ich nehme wieder mein Messer. Die Seitennähte habe ich schon aufgemacht, weil ich immer so ein bisschen talentfrei bin, was Pakete öffnen anbelangt. Und wenn ich mich dann schneide, dann ist das Video vorbei. Also habe ich nur noch oben die Naht zum Öffnen. Wie gesagt, ich habe nicht reingeguckt. Es steht schon wieder 2 Tage bei mir. Ich wollte es mit euch aufmachen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Fleckchen. Das ganze Paket voll. Nein. Wir fangen mal an. Ich fange an rauszuziehen. Hier gibt es erstmal was für die Miezekatzen. Mini-Würstchen. Habe ich ja gesagt, für die Katzen ist immer was dabei. So, dann geht es mal weiter. Ich schiebe das Paket mal ein Stück rüber. Ja, hier hat sie mir wieder, das hatte ich von ihr schon ein paar Mal bekommen, von Yankee Candle Coconut Splash abgefüllt von der Kerze. Und das ist für mich ein richtig schöner Kokosnussduft. Das ist nicht so dieser Kokosnussduft, der dich so umwirft, weil er viel zu süß und viel zu mächtig ist. Das ist so ein wässriger, parfümiger Kokosnussduft. Den mag ich ganz doll und der kommt gut im Frühjahr und der kommt gut im Sommer. So, ja. Und jetzt kommen wir zu dem, was im Grunde genommen komplett neu ist für sie und neu ist für mich. Weil Nadine hat bei Wachsmagie bestellt im letzten Mister und davon hat sie mir auch ein paar Schnupperproben reingepackt. Schnupperproben. Das erste, was ich hier habe, ist Cosmic Sky. Das sind so 2 Stücken. Oh ja, aber nach was riecht der? Ist natürlich, ich habe keine Beschreibung. Ich kann einfach nur euch sagen, was ich wieder schnüffel. Und ich würde sagen, das ist eine recht parfümige Note. Die ist hölzern. Die ist wirklich, aber so hölzern Damenparfüm-mäßig, also nichts Maskulines. Aber richtig schön, richtig. Mir sagt der Duft irgendwas. Ich kann euch bloß nicht sagen, woher ich ihn kenne. Es ist so ein tieferer, Lavendel ist da nicht drin. So ein tieferer, weiblich parfümiger Ton mit einer angenehmen, putrigen Note. Ja, putrig würde ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich bestimmt das gleich mal probieren. Dann habe ich, von Goose Creek Banana Pudding. Ist auch abgefüllt von Nadine, auch von der Kerze. Er macht es immer so kleine Stücken hier. Und das riecht für mich, habe ich glaube schon mal gesagt, wie so eine richtig grüne Banane. Also nicht jetzt irgendwie was Süßes, so ein, auch wenn es heißt Banana Pudding, ich rieche einfach weg. So eine richtig reife, so wie wenn ihr eine Banane aus der Pelle macht, aus der Schale, wie auch immer. Wenn ihr die so rausholt, so das, was dann so am Finger so kleben bleibt von dem Aufmachen der Banane. So riecht für mich dieser Bananapudding. Also hat für mich eigentlich gar nichts Süßes. Finde ich aber sehr schön, weil es eine sehr frische Note ist. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier haben. Von Wachsmagie Hideaway. Was ist denn das? Das war bestimmt irgendeine Figur oder eine Blume. Das ist für mich jetzt ein Duft, der ist sehr, sehr stark, aber der riecht für mich so ein bisschen, Nadine, korrigiere mich, wenn du was anderes gerochen hast, das ist für mich eine Waschpulvernote,
ein bisschen bissig in der Nase, sehr frisch, aber auch so wie dieser Geruch, wenn ihr so eine Waschpulverbox aufmacht und da so reinriecht. Dieses leicht bissig, zwar clean und sauber, aber ist für mich so ein bisschen so ein Waschpulver-Akkord. Im Moment, ihr merkt so gerade meine Stimme jetzt weg, weil es mächtig doll scharf riecht. Also wie gesagt, ist für mich ein Waschpulverduft. Probiere ich im Bad aus. Ich sage, ich mag ja eigentlich solche Düfte. Oh, Life in Bloom von Sensi. Die habe ich jetzt erst aufgebraucht. Ist auch ein schöner Blumenduft. Ich glaube, Nadine findet ihn ein bisschen stark. Ich fand ihn einfach nur angenehm, frisch, eine wässrige Blumennote. Nicht süß, nichts, gar nichts. Eigentlich wirklich einfach nur ein frischer Blumenduft. Aber ich kann euch nicht sagen, was das für eine Blume sein soll. Es ist, ja, vorne ist mit abgebildet. Ja, diesen grünen Akzent, den hast du auf jeden Fall auch. Aber eben irgendwie auch schöne Blumen mit vorne. Ja, also grün und blumig. Ich finde den sehr schön, der hat mir sehr gut gefallen. Dann kommt ein kleiner Becher von Miss Curly Wax. Und zwar Lavendelprise. Den hatte ich auch schon mal. Das ist ein süßer, in meiner Nase ein sehr süßer Lavendelduft. Süß, frisch. Du merkst den Lavendel richtig doll. Den riechst du gut raus. Sind ja auch ganz zart so ein paar Lavendelblümchen hier mit drin in dem Duft. Den finde ich ganz gut. Den finde ich sehr schön, weil er, wie gesagt, nicht dieses schwere, dieses satte Lavendel hier hat, sondern wirklich so einen grünen, frisch, ja, leicht süßen Akzent hat, der ist wirklich schön. Düftelprobe, Walk in the Sky von Wachsmagie. Das sind hier, ist einmal ein kleines Herz und einmal eine kleine Blume in Braun. Walk in the Sky, das ist was Süßes, ist das was Schokoladiges? Könnte eine ganz zarte Vollmilchschokolade sein. So ein Marshmallow. Finde ich recht süß. Ja, irgendwie schokoladig, würde ich sagen. Aber ganz, ganz dezent. Also ganz dezent schokoladig. Nicht jetzt hier so zartbitter oder so, sondern so eine ganz leicht Vollmilchschokolade. Ich habe immer noch den Geruch von dem anderen Duft an der Finger. Ne, der ist schön, den probiere ich natürlich gerne aus, aber ich finde, das ist was. Walk in the Sky. Ist aber süß, also in meiner Nase kommt er süß rüber. Ups. Rainbows and Butterflies von Sensi. Da sind noch 6 Stücken drin. Den kenne ich noch gar nicht. Der ist auch in meiner Nase süß. Leicht blumig. Kriege ich ihn raus, ich probiere mal. Hier unten ist er ganz frisch, hier riecht er ein bisschen wie eine Creme. Ja, also ich würde sagen, das ist ein blumig, frischer, leicht körpercrememäßiger Geruch. Bisschen was Süßes, so ein bisschen ein Bonbon, Zitronenbonbon-Akzent hat er glaube ich auch drin. Kannte ich noch gar nicht. Wäre ich natürlich gerne düfteln. Ich muss mal hier Türmchen bauen. Hier habe ich einen Zettel. Liebe Susanne, ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Paket. Viele liebe Grüße, Nadine. Ich denke mal, das durfte ich zeigen. So, guck mal weiter. Die komischen Dinger hauen hier immer ab. Easter Fluff von Wachsmagie. Wachsmagie macht ja vom Design her schon sehr, sehr schönen Wachs, aber natürlich malt sie ja auch ihre Label selber. Und finde es ja mal, weiß nicht, kann man glaube nicht erkennen, ist aber richtig, richtig süß. Easter Fluff, da riech mir mal. Das sind mehrere verschiedene Förmchen, glaube ich, bei ihr gewesen. Ich habe jetzt einen Osterhasen auf einem Ei, der schillert sogar ein bisschen. Ach ja, und der ist schön. Da würde ich aber wieder sagen, das ist
Das ist ein ganz süßer, parfümiger Duft. Das ist jetzt kein Foodie-Duft, absolut nicht. So ein bisschen Marshmallow könnte. Ja, ist ein Parfüm auch Marshmallow, ich weiß es jetzt gar nicht. Es ist ein süßer Ton drin. Ich würde ihn jetzt aber nicht unbedingt in die Foodie-Richtung schieben. Aber er hat auch was Parfümiges. Der ist richtig schön. Und der sieht so süß aus, möchte man gar nicht anschnellen eigentlich, aber auch ganz schön dicker Brocken. Gefällt mir sehr gut. Fluff, ja, fluffig, irgendwas parfümig, süßes, aber wie gesagt, nicht Foodie. Sind schon tolle Sachen, meine Güte. Hier ist ein Mystery Goodie, ein kleiner Gruß aus unserer Zauberküche. Oh. Die Label, da ist eine kleine Eule drauf mit einem Blumenkranz oben. Ich weiß nicht, wie man so schön malen kann, ganz ehrlich. Und das sind zwei kleine Herzen. Oh ja. Könnte das so ein leichter Cappuccino-Kaffeeduft? Aber nicht dieser Kaffee, der so mit Nuss unterlegt ist, so Kaffee Marshmallow, Kaffee Zucker, irgendwie süß. Also ich glaube, den mache ich heute gleich rein. Weil ich glaube, Mystery Goodie ist das nicht immer so bei ihr die Richtung, was im nächsten Restock dann kommt. Den muss ich probieren. Ich rieche da Kaffee. Ganz dezent, also nicht jetzt so ein richtiger schwarzer Kaffee. Vielleicht so ein bisschen eher Richtung Cappuccino, vielleicht mit so ein bisschen Sahne. Muss ich probieren. Also der geht heute gleich in die Lampe. Den seht ihr am nächsten Aufbau. Da kann ich euch dann sagen, ob das Kaffee war. Such ja immer noch diesen ultimativen Kaffeeduft. Aber einen Kaffeeduft, der wirklich nach Kaffee riecht. Nicht mit Nüssen, nicht mit Gewürzen, nicht mit Vanille und anderen Gedöns. Einfach einen richtigen Kaffeeduft. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, hinterlasst es mir gerne in den Kommentaren, weil bis jetzt habe ich noch keinen Kaffeeduft gefunden, der wirklich mal so riecht, wie ich es gerne hätte. Sensi hat Kaffeedüfte, aber irgendwie kommen die ja nie nach Deutschland. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sensi mal eine Kaffeekollektion rausbringt. Das wäre dann so voll meins. Kaffeedüfte, wie gesagt, da suche ich noch den richtigen Kaffee, so wie frisch gebrüht, so wie an der Tüte gerochen mit den Kaffeebohnen. Das wäre jetzt so richtig was für mich. Wenn ihr da was wisst, bitte, bitte sagt es mir. Wann? Was? Meine Güte. Also übrigens muss ich mal sagen, wenn ich hier lange brauche zum Lesen, ich habe festgestellt, wollen meine Augen nicht mehr so mit der Brille kommunizieren oder die Brille will nichts mehr mit meinen Augen zu tun haben. Ich habe zurzeit echte Probleme mit meiner Gleitsichtbrille irgendwas scharf zu ziehen hier. Warm Vanilla Sugar. Jetzt habe ich es. Ist aber auch klein geschrieben. So, gut. Riechen wir mal an Warm Vanilla Sugar. Ja, das ist so ein, ich glaube, den hatte ich schon mal und den finde ich wunderschön. Das ist nicht so ein Vanillezucker in dem Sinn, so ein Foodie-Vanille, sondern eine richtig rein parfümige Vanille und nichts anderes. Einfach ein richtig schöner, parfümiger Vanilleduft. Finde ich sehr schön. Es nimmt hier, glaube ich, gar kein Ende. Vielleicht muss ich ein bisschen schneller machen. Wachsenergie. Auf den Duft bin ich ja richtig gespannt. Kaschmir Tulips. Ich liebe Kaschmir. Ihr wisst es aus den Videos, ich liebe Tulpendüfte. Wie gut muss dann eigentlich Kaschmir mit Tulpen sein? Ja, ist es auch. Es ist einfach weg in reiner Tulpenduft. Rein jetzt im ersten Aspekt, der dann einfach so ein bisschen warm, wohlig mit Kaschmir unterlegt ist. Wobei der Tulpenakkord für mich deutlich mehr wahrzunehmen ist. Also den Kaschmir rieche ich nur im Hintergrund. Ist aber schön, gefällt mir gut. Ich schiebe mal hier so ein bisschen rum. Hier kommt auch noch was. Wachsmagie Vanilla Spring. Ist von so einem Riegel. Sie macht ja nicht nur so schöne Figuren, sie macht ja auch solche Riegel in so einem Klemmshell, Snapbar, wie auch immer. Ui. Das ist für mich aber
Das ist jetzt anders als dieser von Miss Curly Wax. Das ist wirklich eher eine foodige Vanille mit so ein bisschen Grün unterlegt. Jetzt nicht Blumen, sondern einfach so ein grüner Ton, so ein vielleicht leicht hölzerner Ton. Ja, also das ist jetzt eine andere Vanillerichtung, aber auch sehr schön. Wir gucken weiter. Mystery Goodie, nochmal mit der süßen Eule. Ach, ist die niedlich. Mystery Goodie, da weiß man ja nie, was man bekommt. Ich rieche mal. Was Fruchtiges? Beeren, Himbeeren, Brombeeren, aber auch ein bisschen seifig. Ja, würde sagen, eine fruchtig riechende Seife. Ja, doch, würde ich so sehen. Ich rieche ein bisschen eine Fruchtnote und ich rieche auch so eine Seifennote. Nicht jetzt Waschpulver, im seifigen Ton. So, jetzt gucken wir. Ach, ist wieder was. Hier ist wieder was für die Schönheit. Feeling Nuts with Mandelöl. Eine Maske. Jawohl. Geht ja bei mir immer. Wisst ihr ja. Five Finger Nail Pack. Weiß ich jetzt gar nicht, was ist das denn? Muss ich mal reingucken, kann ich euch jetzt so gar nicht sagen. Hier steht hier, nee, es ist hinten nicht zu erkennen. Nadine, was ist das? 15 Minuten? Wahrscheinlich die Fingernägel, Pflege für die Fingernägel. Also so wie es aussieht, soll man die Fingernägel 15 Minuten hier in den Inhalt reinpacken. Bestimmt zur Nagelhautpflege oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Werde ich probieren. Eine Düftelprobe von Wachsmagie Lavender Infusion. Ja, auch süß aus. Was sind das für ein kleiner süßer Knubbel hier? Ja, das ist Lavender pur. Krautige Lavendel, wunderschön, geht immer. Ich habe heute so ein bisschen Reizhusten. Evening Lavender von Miss Curly Wax. Meine Güte, Nadine. Schränke wieder voll danach. Das ist, ja, das ist so ein bisschen dunklerer Ton. Ein bisschen dunklerer Lavendelton, aber auch für mich eine krautige Lavendel. Aber so eine Lavendel bei Sonnenuntergang, ja, sie ist so ein bisschen dumpfer, so ein bisschen tiefer. Vielleicht mit Hölzern abgerundet. Sehr schön. Also ist krautig, aber so ein bisschen in Holzakkord mit drin, so ein bisschen dumpfer, tiefer. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede manchmal hier so, ich weiß ja nicht, ob ihr mal wisst, was ich da so gerade denke in meinem Kopf. Schön jedenfalls. iPad-Maske, die liebe ich ja, mache ich für mein Leben gerne, kann ich auch immer genug gebrauchen. Und eine Lippenmaske von Balea, auch gut. Habe jetzt festgestellt, irgendwie, ich hatte jetzt eine Zeit lang die Masken gar nicht mehr so genommen. Lag es daran, dass ich sie zu oft genommen habe oder dass es wieder ja kalt war. Letzte Woche war das beim Video, habe ich gemerkt, konnte ich auch keine Konturen ziehen. Das sprenkelte hier alles so ringsrum ab. Sah nicht gut aus. Ein Schaumbad, Badeschaum von Dresdner Essenz. Den hatte ich schon, der ist wunderschön. Danke Nadine, dass du mir den nochmal reingepackt hast. Ich glaube, ich hatte den schon von dir. Bin jetzt nicht unbedingt dadurch müde geworden, aber sehr, sehr ruhig zum Abend. Also kann ich nur empfehlen, wer gerne mal solche Schaumbäder nutzt. Das hier ist wirklich ein wunderschöner Duft. Was ist drin? Ylang Ylang, Palmarosa und Vanilleextrakt. Ja, sehr schönes Schaumbad. Oh. Eine Packung Tee von Teekanne Organics, Sleep and Dream, das nehme ich dann nach dem Baden. Ist auch was zum Beruhigen und ja, sie weiß das eben, dass ich manchmal arge Probleme habe, abends in den Schlaf zu finden. Wollte aber sagen, ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen immer mal abends im Bett zu lesen. Das tut mir ganz gut, da wäre ich auch müde von. Nur mal so für die, die das auch kennen, das Problem. Hier habe ich nochmal von Yankee Candle Black Coconut. Das ist auch immer so ein Kugelhupf, den sie da gegossen hat. Den finde ich auch sehr schön. Ist, obwohl er sehr schwer ist in meiner Nase, aber eigentlich trotzdem ein Duft, den ich ganz besonders im Sommer mag. Da gehört das
warme Kokosnuss-Feeling eigentlich irgendwie. Muss aber trotzdem sagen, auch wenn ich Kokosnussdüfte mal ganz gerne in der Lampe habe, muss ich auch in der Stimmung sein für Kokosnuss. Also das geht nicht immer bei mir. Aber den finde ich sehr schön. So, jetzt kommen wir mal, sind die auf? Ja. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die Nadine dort bei American Heritage gekauft hat. Und zwar war dort ja auch ein Sale und ich habe gesagt, mach so ein bisschen blumig, bring mir einfach was mit, wo du denkst, könnte meiner Nase gefallen. Das ist jetzt der erste, der ist von Kringle. Und ich werde es diesmal auch so machen, weil wie gesagt, mit den Daylights habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. Ich habe sie, wenn ich mal eins hatte, wirklich immer abgebrannt, werden aber jetzt auch teilen und in die Lampe packen in der Hoffnung, dass ich dann mehr von dem Duft habe, weil das einfach abbrennen, wisst ihr selber, da kommt nicht viel. Und zwar ist das der Sugar Plum Poinsettia. So sieht der aus. Ist so ein lilaner Weihnachtsstern. Ja, wahrscheinlich Plum, wegen der Pflaume oder so. Ja, das ist ein frischer, blumiger Duft. Sehr frisch, sehr blumig, finde ich sehr schön, muss ich probieren. Werde ich mir wahrscheinlich 4 Portionchen draus machen. Weiß nicht, ob ihr die auch in die Lampe packt. Würde mich auch mal interessieren, wie viele Teile ihr draus macht. Ob ihr das einfach so schneidet oder macht wirklich 4 Ecken draus. War die Nummer 1. Dann haben wir hier Botanicals von Kringle. Wird ja auch eine schöne Blume sein. Wie gesagt, ich kenne die alle nicht, die ich da bekomme. Der ist natürlich noch blumiger, aber hier rieche ich auch gerade Wiese raus. Der ist schön, der ist ja richtig schön. Da bin ich gespannt. Das ist wirklich für mich wieder Blümchenwiese. Also du riechst den blumigen Akkord, du riechst aber auch ganz doll den wiesigen Akkord. Ich finde ihn toll. Ja. Muss ich mal probieren. Wie gesagt, mit den Daylights hatte ich bis jetzt noch nicht so viel zu tun. Hier ist noch ein Tütchen. Feel free. Was könnte das sein? Augenkontur. Na super. Probier mal aus. Kenne ich gar nicht. Feel free. Muss ich probieren. Wollte ich im Übrigen sagen, weil jetzt habe ich ja hier gerade sowas, was ich nicht kenne. Da kommt bald ein Video in der Richtung mit so einer Kosmetik. Bin ich aber kein Profi, ich zeige es euch aber trotzdem. Wird vielleicht ganz lustig. So, hier haben wir jetzt ein Clamshell von Kringle und zwar Fiji. Ist ja ein sehr gehypter Duft. Ich glaube, jeder anderthalbe, der Düftel kennt diesen Duft. Hatten als Kerze, hatten als Clamshell. Ich nicht. Für mich ist er neu und ich weiß, dass den viele ganz doll mögen. Aber wie gesagt, ich habe aber auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, das ist so ein beliebiger Duft, wie ihn jeder macht irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ui. Nö, beliebig ist der überhaupt nicht. Der hat was Sommerliches, richtig sommerlich, Sonniges. Kann man das so sagen, sonnig? Und irgendwie so ein Ton Sonnenlotion, Sonnencreme, Körpercreme. Aber in frisch. Ist das vielleicht dieser wässrige Akkord? Kriegt man die eigentlich so raus? Ja, kriegt man. Moment. Riech mal von unten. Ja, das ist für mich wirklich eine Sommer-Sonnencreme, Körpercreme, After-Sun-Lotion mit so ein bisschen blumig, frisch, wässrigen Akkord. Sehr schön. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hätte ich mir glaube auch nie gekauft, weil ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt meins ist. Kommt noch ein Clamshell, ihr Lieben. Und zwar auch von Kringle, den Dewdrops. Der war auch im Sale gewesen. Sieht ja auch so ein bisschen grün aus. Der ist grün, aber der hat für mich einen minzigen Touch. Frisch und leicht minzig. Wie gesagt, ich weiß nicht, was drin ist. Ich gucke jetzt hier auch nicht, ob ich irgendwas finde. Ich sage euch einfach nur, was ich rieche. Ein frischer, leicht grün, blumiger Duft mit einer herberen Note von irgendwelchen Holzern, Sandelnholz, Zedernholz, Gras oder so, was vorne auf dem Label ist, rieche ich jetzt gar nicht.
vielleicht auch eine wässrige, aquatische Note ein bisschen, aber sehr, in sehr, sehr frisch und sehr, sehr, ein bisschen minzig, nicht sehr, sehr, ein bisschen minzig. So, leg mal auch weg. So, geht weiter, ihr Lieben. Ein bisschen was haben wir noch. Ich habe hier was ganz Großes. Nadine, das sieht aus hier auf meinem Tisch, als wenn ich schon wieder Geburtstag gehabt hätte. Wahnsinn. So, hier kommt auch ein Kringelduft. Picket Fence? Picket Fence? Heißt der so? Manches kann ich hier hoch wirklich nicht aussprechen. Müsst du durch jetzt. Ist aber ganz niedlich gemacht. Ist ein Gartenzaun mit Röschen drumherum. Hey. Der erste Eindruck war jetzt maskulin. Nein, wirklich. Aber es ist ein blumig, leicht maskuliner Duft. Kommt das hin? Würde ich jetzt so sagen. Ich rieche eine maskuline Note und ich rieche ein bisschen Blume. Ich rieche aber jetzt nicht irgendein... Jetzt habe ich Lippenstift am Duft. Ja, ich würde sagen, der ist maskulin blumig. Ich habe ich noch gar nicht offen, sowas. Hier fällt mir sehr gut. So, da kommt ein Duft, der ist von Country Candle diesmal. Auf den freue ich mich ganz besonders, weil ich ihn noch nicht kenne, weil ich ihn gerne mal als Kerze haben wollte, aber immer nicht so wirklich bekommen habe. Blooming Plumeria. Ihr wisst ja, Plumeria und ich, wir lieben uns irgendwie, auch wenn meine Pflanzen auf dem Balkon irgendwie mich anscheinend nicht so lieben, sondern nur grün sind, anstatt mit Blüten. Und der riecht nach Blume, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das Plumeria ist. Ich rieche ganz, ganz viel Grün. Ich rieche eine zarte Blüte, ja, möge auch sein. Und ich rieche so ein bisschen die Wärme, die Luft und das Wasser und das ganze Feeling, was du in den Ländern hast, wo die in freier Natur wachsen. Jetzt die Plumeria als solches würde ich nicht riechen, aber es riecht nach Sommerurlaub in meiner Nase. Finde ich sehr schön. Hat auch so ein bisschen, wenn man länger dran riecht, hat es auch so ein bisschen was Spa-mäßiges, ja? Würde ich jetzt so sagen. Könnte auch in so einem Wellness-Spa-Ort irgendwie, so, wenn ihr so zur Massage geht oder zum Baden geht oder was so in den Vorräumen, Umkleidekabinen, da könnte das auch so riechen. Gefällt mir gut. Bin ich gespannt, wie der in der Lampe ist. So. Das ist natürlich ein Duft, ja, der kann nur gut sein. Kringle French Lavender. Das ist sogar noch eins von diesen... Kriegt man den jetzt so auf? Oder bin... Ja, doch. Das ist sogar noch einer von diesen, wo wirklich das noch unterteilt ist. So ein Mini-Clamshell mit 4 Stücken. Ja, und das ist halt... Das ist Lavendel. Krautiger Lavendel in Lavendelfeld bei Sonnenschein. Wunderschön. Ja, das Lavendel geht ja immer. Eigentlich immer. So, ich wühle mal hier noch so ein bisschen rum. Hier sehe ich noch einen Klemmschall. Auch auf das bin ich mächtig gespannt. Ist von Kringle Beautiful Day. Hatte ich auch noch nicht. Den hatte ich schon im Warenkorb, ja, aber ich habe schon so viel im Warenkorb gehabt, was dann am Ende doch nicht eingezogen ist. Ich denke, ihr kennt das. Oh ja, der ist schön. Der ist wirklich schön. Der ist sommerlich, ganz, ganz leicht. Ganz, ganz leichter Sommerwind. Ganz, ganz leichtes Blümchen, Sonne, Feeling. Bestimmt auch wieder so Blümchen auf der Wiese, würde ich sagen. Aber so ganz leicht, wieder so leicht, ich weiß nicht, ob das bei Kringle immer so ist, so leicht, cremig, pudrig abgemischt. Aber so wirklich zart. Das ist so, wenn ich den Duft vorige Woche schon gehabt hätte, hätte ich gesagt, das ist so auch ein Favorit für mich für den Frühling. Weil das wirklich so dieses, für mich im ersten Anschnuppern, so dieses Feeling macht, was ich immer sage, so wenn die Natur wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Gefällt mir gut. Ist ein ganz, ganz weicher, ganz runder Duft. Nicht störendes irgendwie, wo man sagt, da ist eine Nuance drin, die kann ich jetzt gar nicht. Nee, der ist schön. Der ist richtig schön. Und das Label, ja gut, wenn ich jetzt richtig mal drauf geguckt habe, sieht man ja auch Wolken, Sonne, Blümchen. So. Sweet Pea. Das ist Duftwicke. Auch von Kringle.
Na, da bin ich mal gespannt, weil den Duft von Witten mag ich eigentlich. Ja, und der riecht auch so. Der kommt der Duftwicke recht nah. Ist auch wieder so kleine Stücken. Seht ihr das? Also schon unterteilt, brauche ich nicht mal mit dem Messer drin rumratschen. Das ist auch so, ja, das ist so ganz zarte Blütenblätter. Aber ich rieche ja auch wieder so eine leicht holzig-parfümige Note. Aber den finde ich schön. Also Nadine, da hast du sehr, sehr gut ausgewählt. Ich guck mal, was ich hier noch so finde. Das ist so. Für die lustig, spritzig, sauren Momente im Leben kenne ich noch von früher. Center Shock. Ja, den müsste ich mal kauen vor der Kamera. Und dass ihr seht, was ihr dann dazu seht, wäre wahrscheinlich fantastisch. Hier ist noch ein Kaugummi. Hier ist noch ein Anti-Aging-Serum von Feel Free. Werde ich heute Abend probieren. Sage ich euch dann, wie es war. So, ihr Lieben. Da, noch ein Kaugummi. Jetzt gucken wir mal, was hier oben noch so rumschwirrt. Ich schaue mal alles zur Seite. Von Balea Glow Hand Fluid. Das habe ich sogar auf meiner Wunschliste. Bei DM kann man ja so schöne Wunschlisten gestalten. Und mittlerweile bin ich da, glaube ich, so bei 50, 60 Sachen, die ich gerne haben möchte. Und die ist dabei. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile kriegt man die noch online, weiß ich nicht. Jedenfalls Handcreme ist ja. Ich habe jetzt im nächsten aufgebraucht, weil jetzt war ja gar nichts dabei, aber wie es manchmal so ist, in dem einen Monat habt ihr viel Haushalt aufgebraucht, in dem nächsten wieder viel Beauty und diesmal sind sogar zwei Handcremes dabei, kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist eine ganz zarte, leicht gelartige Creme. Riecht schön frisch, riecht schön clean. Also, hab ich glaube noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Zieht schnell ein. Sehr gut. Glow. Naja, gut. Wir gucken nachher. Ja, ich hol's raus. Ich glaube, ich bin dann auch durch mit meinem Überraschungspaket. Und hier hat... Ja, Nadine. Oh, herrlich, danke, danke. Das ist Minze und zwar Glasreiniger, weil wir sind ja beide auf diese Method Reinigungssachen. Es gibt auch Beauty, also deshalb, es war jetzt nicht falsch, bloß wir kriegen es hier nicht in Deutschland. In Amerika gibt es ganz viel Duschbad, Schaumbad, Flüssigseife, aber hier kriegst du eben nicht so unbedingt die Auswahl. Aber das ist jetzt ein Glasreiniger mit dem Geruch Minze. Und ihr wisst ja, ich und Glasreiniger, wir sind ganz dicker. Aber ich hatte noch nie von Method den Glasreiniger. Ja, und der riecht wirklich nach Minze. Nicht so wie der andere, den ich euch das letzte Mal gezeigt habe, wo zwar Ocean drauf steht, aber der riecht wie jeder andere. Wunderbar, da freue ich mich ganz doll, herrlich. Den werde ich aber auch nur für die besonderen Ecken nehmen. Also wie gesagt, ihr wisst ja, Klarspray nehme ich nicht für die Fenster, sondern das ist für mich ein Mittel zum Staubwischen. Die Method-Produkte gab es früher eigentlich in jeder Drogerie. Mittlerweile kriegst du sie bei Rossmann nur noch, die M hat sie gar nicht mehr. Und dann meistens auch über die Online-Seite. Aber wie gesagt, wer da mal probieren will, die haben einen wunderbaren Allzweckreiniger. Der Glasreiniger riecht auch gigantisch. Die haben einen Duschreiniger mit Ylang Ylang, glaube ich. Also ganz, 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 ganz tolle Sachen. Und ja, Nadine hat da einen Dealer gefunden, wo sie das ganz gut bestellen kann. Habe ich aber noch nicht gemacht, aber ich liebe es. Ich habe unten einen Allzweckreiniger mit Lavendel und der ist so, so schön. Also wenn ihr mal Bock habt, euch richtig berauschen zu lassen mit schönen Düften, nehmen Sensi für eure Reinigung der Wohnung, dann probiert gerne mal Method aus. Ist, bin nicht gesponsert, ist einfach nur toll. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr mein Überraschungspaket gesehen. Ich würde mal sagen, boah, Wahnsinn, Nadine, vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde mich nachher bei dir nochmal persönlich bedanken. Freue mich riesig, auch die Düfte, die du für mich gekauft hast. Wunderbar, also hast genau richtig ausgewählt, war jeden Euro wert, was du mir ausgesucht hast. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, ich beende jetzt erstmal das Video, war heute ein bisschen länger. Ich versuche mich ja immer kurz zu fassen, aber ich schweife ja auch gerne mal so ein bisschen aus.
Jedenfalls, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wird ein wahrscheinlich ein bisschen lustiges Video, weil ich ja nicht so die Ahnung habe, aber ich möchte es halt trotzdem mal probieren. Geht so ein bisschen um Beauty. So, ich wünsche euch ansonsten jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, eure Susanne.